Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Jawohl, wir sind wieder am Start und ja, schauen mal, dass wir hier ein bisschen was wieder an Start kriegen hier, dass wir zumindest Gold erreichen. Parkbewertung oder nee, der Parkwert müssen wir noch auf 30.000 hochpushen. Wir sind jetzt bei 28.700. Opa, Entschuldigung. Wir bekommen aktuell 3.700 Tacken oder beziehungsweise haben aktuell 3.700 Tacken an Kohle. Personal ist so ein bisschen unzufrieden, da müssen wir noch mal gucken, was wir hier machen. Ruht sich im Personalgebäude aus, dies, das. Ja, es sieht aber eigentlich so ganz okay aus, ne? Die sind halt alle ein bisschen, naja, ausgelaugt. Zufriedenheit ist nicht ganz so am Start. Ja, gut, okay, kriegen wir aber auch noch hin irgendwie. Müssen wir nach und nach jetzt alles hier mal irgendwie hinzimmern. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, aber auf jeden Fall, die Gäste sind schon mal zufrieden. Das ist schon mal sehr gut. Eigentlich warte ich nur darauf, dass wir hier eine neue Achterbahn oder irgendwie sowas bauen können. Warte mal, hier ging der Weg lang. Der ging hier einmal rum. Der Laden kostet kaum Milchschnitt, steht seit einer Weile leer. Nicht gut. Was haben wir hier? Da mal Toiletten. Hier ist okay. Welcher ist denn das? Was ist der hier? Pizza Pen, der steht leer. Auch nicht gut, ne? Ich meine, wir haben ja Mitarbeiter ohne Ende, ne? Aber irgendwie. Warte mal. Wir setzen hier nochmal einen rein. Ein bisschen so zur Entlastung. Zack. Und ich würde sagen, wir holen uns noch einen Animateur ran, oder? Was haben wir denn hier noch so für Chief and Beef, Coffee, Fox, Coffee für schlaue Füchse? Ah, komm, den nehmen wir, ne? Den nehmen wir noch. So, wo setzen wir den hin? Pff, gute Frage. Ja, komm hier, zack, einfach mal hier hin. Bams. Da haben wir nochmal so einen Animateur am Start. Was blubbert denn hier so? Ach, hier das Ding. Okay, alles klar. Sehr geil. So, Parkwert erhöhen. So, Szenarien. Warte mal, hier können wir bestimmt. Wir hatten doch hier so große Sachen gehabt. Warte mal, wo haben wir das denn jetzt hier? So, die Felsen hier zum Beispiel. Wie groß sind die? Ah, hier, guck mal hier. Sowas könnte man auch zum Beispiel hier irgendwo noch hinzimmern, ne? Da sehe ich uns. Alles für die Parkbewertung, ne? Dann hier so riesige Palmenbüsche, die könnte man hier noch irgendwo reinballern. Wenn die hier so rumkommen. Zack, haben wir da auch noch mal was. Was haben wir noch? Zack, nachher. Irgendwas in groß brauchen wir. Was ist das denn hier? Piratententakel. Achso, das sind diese komischen Tentakel-Dinger. Was gibt's denn hier noch? Tausend Sachen, ne? Ist das denn hier? Oh, Alter, 15.000, alles klar. Ja, moin. Kannst du übertreiben. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch 4.000 Euronen am Start. Personal wird auch langsam zufriedener. Die Gäste sind zufriedener. Der Park ist klasse, jawohl. Ja, läuft doch. So langsam läuft's, ne? So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie lange dauert jetzt hier die Forschung noch, die wir hier am Start haben. Wir sind ja hier an so einer Achterbahn noch dran. Wendigo. Das dauert aber noch richtig lange, ne? Also richtig übel. Ich bin mal gespannt, was das Ding am Ende des Tages kostet. Naja, gut. Werden wir sehen. So. Ja. Guck mal hier. Ne? Überall Leute am Start. Hier sind auch Leute am Start. Perfekt. Es läuft richtig gut. Was ist das hier? Also die Achterbahn hier. Guckt das mal an, was hier bei der Achterbahn los ist. Alter Schwede. Alle wollen mit der Achterbahn fahren. Nur dieses Teil hier hinten. Ne? Oh, doch, jetzt guck an. Da, Leute. Endlich kommen da so langsam Leute hin.
Wurde ja auch Zeit, ne? Da sind auch Leute am Schlüssel. Perfekt. So, ich habe hier irgendwo, warte mal, wo war das? Irgendwo hatte ich noch mal ein paar so Getränkestände und sowas hingebaut. Weil musste auch sein. 28.900 ist der Parkwert jetzt. Ja, so langsam läuft. So langsam kommen wir ran. Wir kommen ran. Was sind hier für Leute? Wo kommen die her? Von da. Gut. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir brauchen jetzt nur noch eine Achterbahn. Aber wir haben keine Sch Fahrgeschäfte mehr. Voll dumm, ne? Ja, diese Weltwasserbahn, ja gut, okay, die haben wir ja quasi. So, und die Achterbahn, holprige Fahrt haben wir auch, ne? Wir müssen quasi darauf warten. Hier sag mal schnell. Na, genau. Genau die zu bekommen. So, was haben wir hier noch? Chief and Beef Schild. Stellt. Hier, komm. Na ja, wir können auch bestimmt hier irgendein Chief and Beef Schild irgendwo noch platzieren. Ja, aber Pizza Pen gibt es da auch so ein Schild für. Gibt es aber bestimmt, ne? Chief and Beef. Okay, gibt es nur Chief and Beef Schilder oder was? Whoopie Soda. Hotdog Squad. Okay, wir machen mal hier so ein Cosmic Cow Schild. Projektionsschild beleuchtet. Was auch immer das bedeuten mag oder was das kann. Wir packen das jetzt einfach mal hier hin. Genau. Muhu. Alles klar, Hammer. Was gibt's denn hier noch so für Schilder und so Kram? Hier ist ein Pizza-Pin-Schild. Zack. So, perfekt. So, was gibt's denn hier noch? Szenerie. Tu mir mal Szenerie, bitte. Ich brauche mal kleine Blümchen, irgendwie sowas. Warte mal, hier gab es doch irgendwo. Hier, genau, die suche ich. Zack. Hier sowas. Einfach hier mal so. Ach, muss ich jetzt immer einzeln anklicken? Okay. Würde ich gerne so ein etwas größeres Blumenfeld hier noch anlegen. So. Sieht doch gut aus, oder? Zack. Hauptsache, der Parkwert geht nach oben. Alles andere ist egal. So, hier könnten wir auch noch mal irgendwie so eine Figur oder sowas hinstellen. Hier gab es doch so. Warte mal, wo sind die? Hier diese Statuen, aber die kosten richtig Geld, ne? Was kostet denn hier dieser Springbrunnen? Boah, 300, ey, aua. Der Märchenjungbrunnen. Ah, komm, den gönnen wir uns. Wow, ist das riesig. Okay, aber ey, der sieht cool aus. Warte mal, den können wir woanders hinstellen. Den könnten wir vielleicht noch. Was soll man denn hier irgendwo hinstellen? Oder? Warte mal. Boah, wie könnte der denn noch hier so, ne? Oder hier? Den könnten wir überall hinstellen. Verdammt. Frage ist jetzt nur, wo? Ich würde gerne was sehen. Ah, warte mal. Hier können wir denn. Hier können wir machen. Weil. Aus Gründen. Vielleicht zieht das ein bisschen die Leute an. Man weiß es noch nicht. Wenn wir den so hier platzieren. Zack. Einfach mal so auf gut Glück. Ne? So, okay. Parkwert, wir sind bei über 29.000. Nice. Wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher. Forschung. Dauert noch. Dauert zu lange. Es könnte mal wieder hell werden, damit ich was sehe.
Das Blöde ist, ich will auch hier die ganzen Dinger nicht doppelt bauen. Das macht halt irgendwie meiner Meinung nach keinen Sinn. Könnten wir theoretisch sogar noch was forschen? Wobei es macht auch keinen Sinn, jetzt noch was zu forschen eigentlich. Das ist irgendwie auch total dämlich. Aha, es wird endlich wieder hell. Perfekt, vielen Dank. So, Zusammenfassung. Monatlicher Gewinn war gut. Zu viele Gäste versuchen Tiki Chiki 4 zu benutzen. Wo ist denn Tiki Chiki 4? Tiki Chiki war da was zu essen. Warte mal. Was ist denn Tiki Chiki 4? Wo haben wir denn die Tiki Chiki? Haben wir, glaube ich, ziemlich am Anfang gebaut. Ne? Wo waren das? Wir könnten aber, Moment, wir könnten trotzdem noch mal auf die Gäste gucken. Hyperspin, ja gut, das ist alles zu lang. Ich habe Durst. Dass die Leute immer noch Durst haben, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber wisst ihr, was wir noch mal bauen könnten? Eine Toilette. Also zu essen und zu trinken und so weiter haben wir ja. Servicegebäude, warte mal. Wo haben wir die Toiletten? Dienstleistungen, da müssen die sein, genau. So, dann bauen wir hier. Warte mal, was bauen wir denn da? Ah, hier die einfache, ne? Also günstig, passt. So, wo bräuchten wir nochmal Toiletten? Irgendwo. Hier vielleicht irgendwo. Ne, da sind welche. Hier hinten könnten noch mal welche hin, ne? Würde ich jetzt fast behaupten. Hier ist aber kein Weg. Wo geht der Weg lang? Da. Dann würde ich sagen, machen wir die mal hier hin. So einfach hier so unscheinbar im Dunkeln. Ne? Hier im Wald. Bei den Bäumen, da sieht die keiner. So, zack. Haben wir nochmal Toiletten hingezimmert. Falls hier jemand vorbeikommt, gerne benutzen. So, dann brauchen wir nochmal eine Bank. Warte mal, was gibt es eigentlich hier noch an Servicegebäuden? Personalverwaltung. Achso, das sind meine Servicegebäude. Erste Hilfe. Okay, gibt's nicht. Eingänge. Geldautomaten. Geldautomaten. Gibt es auch keine. Dann gibt es halt keine. Naja, gut, dann nicht. So, dann müssen wir hier aber nochmal. Moment. Requisiten, was ist das hier eigentlich alles? Schilder und Werbung, Kunstform. Okay. Oh, was haben wir hier noch? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Märchenstätte Goldener Narr. Okay. Naja gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen noch mal eine Bank. Das war bei, war das bei Service? Wo waren die nochmal? Gebäude, Weg extra hier. Check. Check. Ein paar neue Bänke wären auch nicht schlecht, ne? Irgendwie. Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt, wenn jetzt hier nochmal irgendwo eine Bank am Start wäre. So, da stellen wir nochmal Bänke hin. Mülleimer Hammer. So, wie sieht's aus? 29,6. Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Wir kommen gleich auf Stufe Gold. Moment. Nein, stopp zurück. Da wollte ich nicht hin. Ja, Parkbewertung sieht gut aus. Forschung, 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 komm. Verdammt, immer noch 26 Tage. Das dauert echt lange, ne? Was können wir denn hier gegenüber noch bauen? Hier können wir bestimmt auch noch irgendwas hinzimmern, oder? Gute Frage, nächste Frage. Wir müssten eigentlich hier noch was reinbauen, ne?
Eigentlich müssten wir hier noch was reinbauen. Was ist das hier? Piratentorbogen? Nee. Was können wir hier reinhauen? Irgendwas, was cool ist und groß ist. Was ist mit dem Dino hier? Der kostet auch noch 500, ne? Was ist mit diesem Blumenbeet hier? Aber das hier hinzumachen, irgendwie nicht, ne? Das passt irgendwie nicht da rein. Piratenkapelle. Warte mal, wo? Hier, mit den Palmen, das. Das nehmen wir. Moment. So, hier. So, zack. Das passt da nochmal hin. Kann man echt viel machen, ne? Richtig übel. Ah, egal. So, zack. So, und dann hatten wir noch irgendwo Palmen. Da. Natürliche Tropenbäume. Das ist auch so riesig, ne? Ich weiß nicht, könnte man hier nochmal irgendwo... Ah, ne, hat man die nicht hier sogar schon mal? Ne, noch nicht wirklich. Ah komm, die Zimmer war auch nochmal hier so irgendwo hin. Oha. Moment. Boah, passt das so, ja, ne? Ja, ich würde sagen, so geht das. Zack. Ziel der Stufe Gold erreicht, Freunde. Wir haben die 30.000. Juhu. So, jetzt haben wir nur noch eine Aufgabe und zwar zahle das Darlehen zurück. Warte mal. Oh, halt, stopp. So, kann man hier eigentlich... Warte mal, wie könnte ich das denn? Alter Schwede, wir haben immer noch 34.000 Darlehen zu bezahlen. Uff. Das ist schon heftig, ne? Warte mal, da ins Geschichte, mal rückzahlen. Kann ich die eigentlich was höher machen? Wir machen mal hier auf 1000. Ich zahle mal 1000 zurück. Kriegen wir es hin? Ja, müsste klappen. Das müsste funktionieren mit dem, mit den 1000. Oh, Personal ist richtig unzufrieden. Was ist denn hier los? Ey? Halt. Was ist mit meinem Personal? Was ist denn los? Wir müssten mal ein paar hier ein bisschen aufforschen, ne? Hier ist alles in Ordnung. Mein Job ist ziemlich durchschnittlich. Mein Gehalt ist gar nicht so übel. Oh, warte mal, Cosmic Cow hat immer noch keinen Verkauf, Verkäufer. Moment, welcher? Läden und Gebäude. So, welcher Cosmic Cow ist das? Personal Pizza Pen macht auch miese. Cosmic Cow Eistee. Verdammt. Ja gut, das kann ja dann eigentlich nur der hier sein. Da ist aber einer drin. So, warte mal, wie sieht es hier preismäßig aus? Wir erhöhen das Ganze mal. Auf 6,50 € besser ist. So, aber welcher Cosmic Cow Milkshake ist denn hier gemeint?
Hey, hier ist kein Verkäufer drin. Warum ist denn hier kein Verkäufer drin? Und warum sind hier zwei Cosmic Cow Milchshakes gegenüber? Ist ja auch ziemlich dämlich gebaut, ne, von mir. Ja, läuft. So, was haben wir hier? Ah, da ist der Verkäufer. Perfekt. So, zack, haben wir auch noch mal ein bisschen erhöht. So. Personalgebäude macht miese, okay. Ah, Pizza Pen hier geht gar nicht klar, ne? Der macht immer richtig mies Kohle. Also gar kein Geld quasi. So, Pizza Pen, Margherita oder was ist das? Margherita, Pepperoni, Hawaii und vier Käse. Die vier Käse kostet ab jetzt sofort 9,60 €, die Hawaii 9,10 €. Pepperoni 8,80 € und eine Margherita 8,40 €. Da muss ein bisschen mehr Geld rein. Aber der steht. Irgendwie ist die ganze Ecke hier, ne? Die ist so. Ja. So semi-geil, ne? Irgendwie passt die noch nicht so ganz. Aber, ey, wir kriegen das Darlehen zurückgezahlt. Das ist das Gute, ne? Zeig mal her. Ich würde das gerne mal in hier ein bisschen besser sehen, mal, ne? Ja, so ungefähr. Also Teacups läuft hier echt noch gar nicht. Also bei Teacups muss auf jeden Fall noch was passieren irgendwie. Naja gut, schauen wir mal. So. Nee, doch. Ach, stopp, halt. Da muss man doch hin. Übersicht. Also die Barmittel sehen gut aus. Oh, Zufriedenheit der Gäste geht runter. Der ganze Müll ist ja widerlich. Die beschweren sich schon wieder über Müll, ne? Wir haben doch überall Mülltonnen aufgestellt. Aber wie viel Mülltonnen muss ich denn noch hinstellen? Wie viel Hausmeister brauche ich denn noch? Oh, die Wartezeit bei holpriger Fahrt ist zu lang. Kann man da eigentlich, warte mal, kann ich hier nicht noch einen Waggon irgendwie oder so einen Wagen dazu packen? Das wollten wir ja sowieso schon mal geguckt haben, ne? Wie geht denn das? Das muss doch irgendwie funktionieren, oder? Kann man hier nicht. Eingang verschieben, ne? Zuganzahl hier, guck da an. Zack, machen wir noch mal einen vierten rein. Und das ist jetzt geschlossen. Moment. Die Achterbahn wurde noch nicht getestet. Oh, jetzt muss ich erst noch testen, oder was? Test. Wir machen noch einfach noch einen vierten Wagen dazu. Nee, 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 nicht laufen gehen, Leute. Der muss erst getestet werden. Danach geht's weiter. Wo ist der jetzt? Läuft der Test jetzt oder nicht? Wird getestet, ja. So sehen würde wo. Ah, da. Es müsste doch jetzt mit den vier Waggons gehen, ne? Oh, es geht richtig übel ab, ne? Wie lange dauert der Test? Na, wahrscheinlich bis ich einmal rum bin, ne? Verdammt. Ah, da sitzen die Dummies drin. Ah, haben wir wieder Einbußen, ne? Richtig hart. Verdammt, egal.
Solange er dann am Ende des Tages läuft, ist mir das wurscht, ne? Ja, scheint aber klar zu gehen, ne? Zack, zack, Leute rein, Leute raus. Ja, sieht gut aus. Wir eröffnen wieder den Laden hier. Boah, jetzt habe ich bestimmt harte Einbußen gemacht, ne? Uiuiui, aber richtig harte. Puh, das ist schlimm. So, und wir haben immer noch Müll. Müll, Müll, Müll. Ey, ich brauche noch mehr Mülleimer, ne? Ey, das ist so übel. Wie viel Mülleimer braucht man denn hier? Was ist denn hier los? Es gibt ja gar kein Ende hier. Zack, nehmen wir hier nochmal ein paar Tonnen in die Hand. Zimmern überall nochmal ein paar Mülltonnen hin. Da nochmal eine. Ey, ganz ehrlich. Ich war schon ewig und drei Tage nicht mehr in einem Freizeitpark, ne? So wie so Phantasialand oder so ein Scheiß. Stehen da wirklich so viele Mülltonnen überall rum? Wisst ihr das? Weil das ist ja nicht immer normal, oder? Ich meine, andererseits, ne? Muss man seinen Müll auch überall hinschmeißen? Eigentlich nicht, oder? Das Blöde ist, ich kann hier jetzt nirgends mal eine Mülltonne platzieren. Da noch mal eine hin. So, Freunde, Mülltonnen, bis die Schwarte kracht. So, da noch mal eine hin. Guck mal, hier sind Mülltonnen en masse. Ah, die quälen echt über alle über, ne? Das ist richtig übel. So. Mülltonnen, Mülltonnen, Mülltonnen. Soweit das Auge reicht, kommen hier Mülltonnen jetzt hin. Da in die Ecke nochmal eine, jawohl. So, hier sind mehr als genug, meine ich. Okay, alles klar, so zack. So, jetzt müsste es aber wieder funktionieren hier mit holprige Fahrt, ne? Ja, schauen wir mal. Personal ist immer noch unzufrieden. Aber egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, wie sieht es mit meiner Forschung aus? Forschung ist abgeschlossen. Bams, jawohl. Wir haben Wendigo eine neue Achterbahn entdeckt. Juhu, geil. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier eine neue Achterbahn hin. Wir sind zwar hier schon auf Gold. Aber die will ich jetzt auf jeden Fall noch bauen, weil ich will den Kredit hier noch zurückzahlen. Das ist noch eine Aufgabe, die wir hier noch haben, die wir noch erledigen müssen. Damit wir hier alles am Start haben und auch den Goldstern bekommen. Ja, das fehlt uns noch. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, kostenlos abonnieren. Vielen Dank dafür. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiter an Start kommen. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.